und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Terracuna Let's Play. Wir befinden uns heute wieder in Kodiak. Und ich zeige euch heute einen Link, was hier oben Wasser, ein Band und Instagram. Denn wer Kodiak.Terracuna auf Instagram verfolgt, hat das Bild schon gesehen mit der Beschreibung. Nämlich habe ich hier hinter mir die Straßen erneuert. Das hat man jetzt auf dem Post nicht gesehen. Aber man hat gesehen, die Hafen, also die Uferpromenade hier wurde erneuert. Vorher bestand es aus Cobblestone, Wänden und nichts dazwischen. Jetzt habe ich es etwas aufgehübscht. Dazu jetzt hier vorne noch Bojen. Hier drüben ein Bootshaus. Hier war übrigens vorher mal der Standort für die Besucher vom Feuerwerk von der Aufstiegsfeier Kodiaks zur Großstadt. Habe ich jetzt einmal komplett umgewandelt. Hier eine Ebene tiefer gesetzt. Dann hier Bojen, an denen Schiffe festmachen können. Hier auf dem Schiff war das Feuerwerk untergebracht. Von hier wurde es in die Luft geschossen und von hier oben drauf habe ich zurückgebaut, aber von hier oben drauf wurde es abgefeuert. Ja. Dann, wie gesagt, das habe ich ein bisschen durchgezogen. Hier wird der Weg auch noch erneuert. Oh, der Händler steht immer noch hier rum. Schön. Genau, hier wird es auch weitergehen. Im alten, bekannten Stil von Kodiak Altstadt 2. Und ich habe noch was vorbereitet. Nämlich ein kleines, ja, Thematic-Video, das ich im Vorfeld aufgenommen habe. Das geht von da hinten, wo ich jetzt nochmal hinfliegen werde, bis vorne hin und zeigt mal ein wenig unter Wasser, über Wasser, was neu ist und auch etwas Altes. Und ja, das Schiffchen hier ist neu. Ja, nichts Besonderes. Lastenkahn, der geankert hat. Hat auch keinen großen Tiefgang, wie man sieht. Aber ich finde ihn ganz in Ordnung. Ja. Bevor ihr jetzt abschaltet, rechts habe ich noch zwei Videos für euch, oben von YouTube für euch vorgeschlagen, unten mein neuestes Video. Links könnt ihr meinen Kanal abonnieren, gerne die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. An dieser Stelle sage ich Gude und bis zum nächsten Mal.